Wir haben eine Anpassung gemacht an die Entwicklung der Preise. Es ist dem Stromkunden nicht zuzumuten, den Einsatz von Photovoltaik zu finanzieren zu Bedingungen, die heute gar nicht mehr dem Markt entsprechen. Das heißt, die Preise sind um 40% gefallen. Der Stromkunde soll aber noch ohne diesen Preisverfall zu berücksichtigen Subventionen bezahlen. Das mindert auch die Akzeptanz und es sind auch wirtschaftlich dann falsche Anreize, die gesetzt werden. Darüber hinaus haben wir den Zielkorridor für Photovoltaik in Deutschland verdoppelt, haben auch einen flexiblen Vergütungsmechanismus eingeführt. Wenn die Photovoltaik sich noch besser entwickelt, als über 3.500 Megawatt Leistungsausbau jedes Jahr hinzu, wird die staatliche Vergütung noch weiter um 2% abgesenkt, weil der Erfolg noch besser war. Wenn sie unter 2.500 Megawatt Zubau fällt, steigt die Vergütung wieder, weil wir feststellen, offensichtlich braucht es doch noch eine stärkere Flankierung. Und im Übrigen nehmen wir an einer wichtigen Stelle auch eine deutliche Anhebung der Förderung vor, nämlich bei der Photovoltaik, der Solarenergie zum Eigenverbrauch. Wer nicht einspeist ins Netz, sondern selber verbraucht, also einen Beitrag zur Netzentlastung sorgt, wer für Dezentralität der Energieversorgung sorgt, wer dann auch noch eine Batterie dazu kauft und ein Messgerät, der hat einen besonderen Anreiz, den wollen wir setzen, genau das zu tun. Die Bürger wollen das auch, sie wollen mitmachen. Darum haben wir hier die Förderung von 3,5 Cent auf 8 Cent mehr als verdoppelt. Also ein differenziertes und flexibles Instrumentarium, das dient der verlässlichen Begleitung einer dynamischen Entwicklung der Solarenergie in Deutschland.